Moin zusammen. Während im Moment ja viel über die Algae Nova und die Meyer-Werft gesprochen wird, dachte ich mir heute, ich lege meinen Fokus auf ein anderes Schiff, nämlich auf die neue Global Class von Dream Cruises, die derzeit bei den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Rostock und Warnemünde entsteht. Da stellt sich vorweg natürlich die Frage, warum befassen wir uns hier in Deutschland eigentlich weniger mit dem Schiff? Hat damit zu tun, dass das Schiff, wie gesagt, für Dream Cruises gebaut wird und das Ganze für den asiatischen Markt konzipiert ist. Sprich, wir selbst hier in Deutschland oder in Europa werden das Schiff wahrscheinlich nie zu gesehen bekommen, außer eben, wenn es am Anfang gebaut wird und ausgeliefert wird in Wismar. Weil es eben für diesen riesen asiatischen Markt gedacht ist, der auch gerade in der Kreuzfahrtbranche richtig boomt, wird das Schiff eine neue Dimension einnehmen, noch größer als die Aida Nova, die jetzt ja eigentlich schon riesig ist. Kommen wir einfach mal zu den Fakten. Das Schiff wird über eine Bruttoraumzahl von ungefähr 204.000 verfügen. Zum Vergleich, die Aida Nova hat 183.000. Dann wird das Schiff auch 342 Meter lang sein, 45 Meter breit und über 20 Decks verfügen. Ja, geplant sind so roundabout 2.500 Kabinen, eigentlich ähnlich viele wie auf der Aida Nova. Doch trotzdem spricht man hier bei der Global Class, bei dem ersten Schiff, von bis zu 9.500 Passagieren, die da an Bord möglich sein könnten. Und wenn man das jetzt natürlich mal durch die Anzahl der Kabinen teilt, merkt man, da müssten eigentlich 4 Personen auf jeder Kabine sein. Inwiefern das dann in der Praxis dann auch immer sein wird, zeigt sich dann. Vielleicht ist auch sowas um 7.000-8.000 so im Normalbetrieb denkbar. In den Ferien zu den Stoßzeiten kann es dann wirklich doch so sein, dass das Schiff wirklich ganz voll wird. Damit selbst bei so einer großen Menschenmasse dann alles reibungslos an Bord läuft, arbeitet man im Moment an den neuesten Technologien oder mit den neuesten Technologien. Und dann spielen auch bei dem Bau jetzt so Themen wie künstliche Intelligenz etc. eine Rolle, denn man möchte das Schiff möglichst digital gestalten. So soll zum Beispiel das Ein- und Aussteigen über Gesichtserkennung laufen und auch die ganze Passagierverteilung an Bord soll dann intelligent eben gesteuert werden, damit sich das dann nicht an bestimmten Bereichen entballt. Ja, kommen wir zum ganz interessanten Fakt. Auf asiatischen Schiffen ist es eher unüblich, generell wie es bei Asiaten so ist, Sonnen und am Pool liegen und so. Das ist jetzt spielt keine große Rolle für die. Dadurch hat man besonders oben an Deck besonders viel Platz eigentlich übrig, den man anders nutzen kann. Und so wird es dann da oben zum Beispiel einen riesen Vergnügungspark geben. Innen drin wird es auch noch ein Multiplex-Kino geben, sprich mehrere Kinosäle etc. auf alles, was die Asiaten im Moment so abfahren. Dann gibt es natürlich Wasserrutschen, was ja eigentlich schon Standard sind. Und dann ganz besonders könnte sein, dass es erstmals auf einem Kreuzfahrtschiff eine richtige Achterbahn geben wird. Ja, ich habe mich schon länger gefragt, wann ist es eigentlich mal so weit, dass eine Achterbahn auf einem Schiff installiert wird. Inzwischen gibt es ja eigentlich schon alles von Ziplines, Klettergärten etc. Da wäre es ja auch mal Zeit für eine Achterbahn, nachdem die Norwegian bis jetzt ja zum Beispiel auch eine Kartbahn oben an Deck hat. Das wird bei dem Schiff auf jeden Fall noch ganz spannend werden, wie das dann einmal aussehen wird und was das dann für eine Achterbahn sein wird. Genaue Details gibt es noch nicht auf den derzeitige Animation sieht man aber schon mal so ein bisschen, wie die Achterbahn einmal hinten herumläuft. Das waren auch schon die nötigsten Fakten eigentlich. Das Ganze gibt es zum Nachlesen auch nochmal im Blog. Ich habe es unten verlinkt. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass das eigentlich ein Riesenauftrag ist für die MV-Werften in Rostock bzw. Wismar. Die befassen sich normalerweise eher mit kleineren Schiffen, häufig Expeditionsschiffe oder größere Luxusjachten. Das ist nochmal eine ganz neue Dimension, die über einen Investor jetzt aus Asien eben zustande gekommen ist. Und da wird sich das dann zeigen, ob die MV-Werften neben der Meyer-Werft sich dann auch irgendwie etablieren können und dann wirklich häufiger noch diese Schiffe in der Kategorie bauen werden. Ja, das war es soweit erstmal. Wenn ihr noch Fragen zur Global Class von Dream Cruises habt, schreibt in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten, was zu beantworten geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.